Hallo und Spiel ist nicht da. Herzlich willkommen. Aber das kommt gleich. Herzlich willkommen zur Dienstagspolitik mit der wundervollen Romy Höhne. Hallo Romy. Hallo mit dem großartigen André Lampe. Hallo André, hallo alle zusammen. A few moments later. Apropos, wollen wir mal ins Spiel gucken? Wollen wir mal hier ins Spiel gucken? Ja. Ja, das wollen wir machen. Ich habe mehrfach Erkenntnisse gewonnen nach dem letzten Stream. Mir sind Dinge klar geworden. Oha. Ja. Soll ich Zettel und Stift rausholen? Ich glaube, so schlimm ist es noch nicht, aber ich habe eine. Ich habe da so eine Theorie. Ich muss uns vielleicht mal hier oben hinsetzen mit dem wichtigen Hinweis. Wir finden das ja alles nicht gut. Ja, wir haben hier unten unsere Zusammenhangswolke. Nina schwebt hier durch die Gegend. Und das nächste, was wir jetzt ja haben, ist, wir sind bei dieser Work-Easy-Geschichte. Profil von Molly Schwarz. Da hatten wir ja das letzte Mal so Sachen gemacht wie, und da habe ich gesagt so, Leute, wir müssen hier mal diese Sanity-Check-Sachen durchrechnen, angenommene Jobs, wenn sie da seit November 2013 ist, wir haben den April 2017, hat sie quasi jeden Tag einen anderen Job gemacht, ist sie ohne Pause 10 Stunden gearbeitet und ich habe dazu eine Theorie, wie das... Mhm. Weil ich habe einfach so, und da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Fresse, bin ich ein arrogantes Arschloch und ich entschuldige mich ausdrücklich dafür. Ich habe gesagt, da haben die Entwickler irgendwas falsch gemacht. So ein Blödsinn, es kann auch total sein, dass es Absicht war, weil das wäre dann ein Indiz darauf, dass Nina sich mit Computermanipulation auskennt, um sich dieses Profil gemacht zu haben, um alle möglichen Jobs annehmen zu können, um irgendwo reinzukommen. Und dann wäre Nina eventuell auch in der Lage, die Dinge zu hacken, die Harrison dann wieder beheben musste, was wir ja hatten bei The Thought. Du siehst, das war so, als ich mit dem Hund draußen war, letzten Dienstag, nachdem wir den Stream ausgemacht haben, ich dachte mir so, ach scheiße, was warst du arrogant, dass du gesagt hast, die Entwickler haben die Stunden nicht durchgerechnet. Bestimmt haben die das durchgerechnet und es soll hoffentlich so ein rotes Fähnchen erheben. Und es könnte halt ein Indiz darauf sein, dass sie Computermanipulation beherrscht. War mein Gedanke dazu. Und ich bin schon direkt wieder im paranoiden Modus. Das war ziemlich genau der Gedanke, der mir jetzt gerade durch den Kopf ging. Dass das Spiel jetzt also das mit, also auch dieses Spiel jetzt dazu führt. Ich muss dazu sagen, all das, was du gerade gesagt hast, war für mich so ein, das habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also jeder einzelne Gedankenschritt, den du hattest, war für mich sozusagen Neuland. Und ich habe auch drüber nachgedacht. Ich habe auch irgendwie so eine Weile da gesessen und dachte so, hä? Ich schwanke zwischen, die wollten einfach die wollten damit irgendwas demonstrieren. Was sie damit demonstrieren wollten, können wir jetzt schon wieder irgendwie 3, 4, 5 einzelne Punkte aufmachen. Wahrscheinlich. Was meinst du mit... Ich bin rausgegangen... Bei den Anschlägen. Mit den Anschlägen demonstrieren, oder... So eine andere Theorie wäre für mich gar nicht, dass die auf die Stundenanzahl, sondern auf die Vielfältigkeit der unterschiedlichen Jobs eingegangen sind. Und andere Theorie, sie hat es gemacht, um die Leute auszuspionieren. Ja, um Sachen rauszufinden, auch, ja. Um vielleicht... Ja. Oder aber, es hat alles damit überhaupt nichts zu tun, die haben sich einfach nur irgendwelche Zahlen ausgedacht und sie wollen einfach nur zeigen, dass sie überlastet ist, dass wir ja immer noch denken, dass sie eine alleinerziehende Mutter sein könnte. Also vielleicht ist das einfach nur so dieses sehr viele Stunden, um zu zeigen, sie muss irgendwie für sich und ihren Sohn aufkommen. Da stellt sich die Frage, wer ist der Vater dieses Sohnes oder ihres Kindes? Ich weiß gar nicht, ob es ein Sohn ist. Wie komme ich jetzt darauf? Doch, Sohn Michael, das hatten wir... hat sie in den einen Nachricht bei dem Dating-Dings da geschrieben.
Und also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Ansätze. Ich finde es halt spannend, dass sofort schon wieder so eine. Das macht das Spiel mit uns. Deswegen sind wir wieder, oder bist du und sind wir beide eigentlich wieder an diesem Punkt, so eine völlig negative Perspektive darauf, was dahinter stehen könnte. Ja. Also, dieses, ganz viele von den Spielen, die wir angehen, weisen uns eigentlich darauf hin, unser grundsätzlich positives Menschenbild nochmal zu überdenken. Lass es mich so formulieren. Ja. Im Chat sind auch noch ein paar... Das ist total schwierig, weil wenn ich nicht... Ich würde noch kurz zu Ende erzählen, ja, und dann können wir über den Chat reden. Weil wenn dieses... Also der Punkt, der mir dabei durch den Kopf geht, und das ist tatsächlich meine Reflexion von letzter Woche. Wenn diese Spiele dazu führen, dass wir paranoid werden, passiert ja irgendwas. Also was passiert da? Unser positives Menschen... Wir gehen irgendwie grundsätzlich davon aus, dass die Leute, die wir treffen, dass sie uns anlügen, dass sie uns Halbwahrheiten erzählen, dass sie irgendwie komisch sind und Interessen haben, von denen wir nichts wissen. Ist auch so. Also die Spiele sind so konzipiert ganz häufig. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass das bei uns passiert. Das führt natürlich aber im Umkehrschluss auch dazu, dass wir so ein bisschen so ein Vertrauen verlieren. Auch grundsätzlich immer davon ausgehen, es passiert irgendwas Schlechtes. Und das würde uns jetzt, glaube ich, beiden, dafür sind wir zu positive Menschen, im normalen Leben nicht so krass passieren. Aber stell dir mal vor, das ist das Mindset, mit dem du durch die Welt läufst. Ja. Dass du kein positives Menschenbild mehr hast, dass du Vertrauen in alles verlierst. Das, was mit uns passiert, passiert im Spiel, weil die Zustände so sind. Aber andere Leute, die auch in diesem Land leben oder in anderen Teilen der Welt, für die ist das Alltag aufgrund einer Realität, die es so nicht gibt. Das ist total verrückt. Also wie bei uns auch. Bei uns ist das ein Spielalltag, den es nicht gibt. Aber die denken, das ist denen. Das ist verrückt. Und das macht mich bei diesen Spielen manchmal so wahnsinnig und auch so mürbe übrigens. Ja. Dieses ständige im Schlechten denken. Immer Angst haben, gleich passiert irgendwas. Irgendwer sticht uns gleich ein Messer ins Herz. Ja. Wir gehen mit Spielen immer davon aus, total schräg. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Spiele, die wir auswählen, immer mit Paranoidität und dem, also der Antithese des Jumpscares, aber dass trotzdem ist es irgendwie beängstigend einhergehen. Das ist schon interessant. Aber das ist wahrscheinlich die Sache über diese narrativ getriebene und in Bildern und Texten erzählte Sache, dass man so tief in eine Geschichte eintauchen kann, dass man darüber Ängste auslösen kann, ne? Es wird wieder Zeit für Democracy 4, sagt Horsti im Chat. Auf jeden Fall. Wie spielen wir dann demnächst Democracy 4? Ist das dann so, guck mal, der Verkehrsminister, wie der guckt. Also so schlimm ist es wahrscheinlich noch nicht, aber... Gott sei Dank nicht. Allerdings fände ich es schon spannend, welche Stimmen du dir für die unterschiedlichen Minister ausdenkst. Ah ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich mir unterschiedliche Stimmen für die Ministerinnen ausdenken könnte. Ich befürchte, dazu reichen meine Skills nicht. Aber bei dir fände ich das interessant. Du kannst es, glaube ich, ganz gut. Danke. Ich glaube, Democracy 4 wäre deswegen jetzt gerade eigentlich ganz spannend, weil so eine aufgeregte Debatte um Politikinhalte gibt, die aber teilweise inhaltsfrei diskutiert werden, sondern nur noch in Überschriften. Und was Democracy 4 auch zumindest bei mir bewirkt hat, ist Sachen nochmal
noch vernetzter zu denken und auch in dieser Wirkung zu denken. Was passiert denn jetzt, wenn wir Steuer XY anheben? Ja, genau, wenn du an dem... Was passiert denn jetzt, wenn wir die Wissenschaft kappen? Ja, wenn du die Schraube anfasst, was geht los oder welches Rad dreht sich mit? Ja, das ist auch etwas, was ich da drin gelernt habe, stimmt. Und ich muss natürlich jetzt auch jedes Mal, wenn die Bahn streikt, und das ist ja nur das zweite Mal in diesem Jahr, ja, das zweite Mal, dass die mir eine Arbeitswoche verändern. Schön. Good safe. Ja. Kurz vor knapp. Aber, warte mal, warum habe ich das gerade gesagt? Ach, genau, da muss ich jetzt jedes Mal, wenn die Bahn bestreikt wird, das ist ja eigentlich die richtige Formulierung, dran denken, wie wir bei Democracy mit diesen Bahnstreiks umgegangen sind. Wo wir dann irgendwann auch gesagt haben, komm, wir privatisieren das Ding und wie soll das los? Soll sich irgendwer anders drum kümmern? Weil es einfach und dann ganz klar permanent Streiks. Und dann, also wie so diese Dinge simuliert worden sind, fand ich irgendwie einfach ganz spannend. Ja. Ja. Und Bahnstreik verbinde ich tatsächlich ganz stark mit Democracy 4. Mhm. Aber nichtsdestotrotz finde ich, auch wenn Orwell das so ein bisschen auslöst, ist ja das Schöne, dass wir nicht in dieser Welt leben. Ja. Also sich immer wieder dessen bewusst zu sein, dass wir in dieser Welt nicht leben. Sondern zu wissen, da gibt es jemanden, der segnet es ab. Das wird dokumentiert. Es sind nicht irgendwelche Privatpersonen angesetzt. Wir leben in einem verdammten Rechtsstaat. Und wir leben in der Demokratie. Ja. Auch wenn das vielleicht manche nicht so gut finden, wie wir jetzt gerade an den Zahlen des aktuellen Sachsen-Monitors sehen. Wobei, das stimmt nicht. Die sagen ja nicht, dass sie Demokratie nicht gut finden. Das war falsch von mir. Sondern sie... Ungefähr ein Drittel, glaube ich, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, geht davon aus, dass Deutschland eher eine Diktatur als eine Demokratie ist. Oh. Wer weiß, welche Narrative sie in den letzten Jahren gehört haben. Ja. Und dabei fiel mir dann auch wieder auf, weißt du, noch letzte Woche, als wir von Nina diesen Brief, glaube ich, war das, gelesen haben. Oder diesen Blogbeitrag, der ja zu Gewalt aufrief, ja, und so hart an dieser Grenze war. Da unterhielten wir uns drüber, dass manchmal bestimmte Narrative, bestimmte Erzählungen bei Leuten, die sowieso schon ein bestimmtes Mindset haben, ganz anders wirken. Und deswegen wirken manchmal auch, wenn ich das jetzt aufs politische Geschehen übertrage, manchmal Aussagen von Politikern und Politikerinnen verstärkend für diese ursprünglichen Narrative. Jetzt sagt das die Mitte sozusagen, ja auch, dann ist das ja so. Ja. Die meinen das im Zweifelsfalle nicht so krass, aber diejenigen hören es so und es verfestigt sich irgendwie nur noch weiter. Ja, wie heißt das? Der Fachbegriff Overton Window? Oh, das weiß ich nicht. Also die Grenze des Sagbaren. Dass das, wenn es halt verschoben wird, dass du dann diese Normalisierungsprozess hast, die du gerade, ich glaube, das bezeichnet man Overton Window, aber ich habe die Definition nicht komplett drauf. Ich bin in den Begrifflichkeiten tatsächlich auch nicht ganz so fit. Ja. Aber das ist das Schöne, ich muss ganz, muss nicht mehr so häufig irgendwie sagen, Definition A, B, sondern bei ganz vielen Sachen bin ich jetzt schon total froh, dass ich grundsätzlich weiß, wie die Mechanismen funktionieren. Ja. Aber ich gucke da auf jeden Fall nochmal nach. Okay. Jetzt bin ich neugierig geworden. Horsty bestätigt, ja, Overton Window. Ich würde aber auch gerne nochmal kurz auf den Chat eingehen. Horsty schrieb da vor einiger Zeit auch schon mein Reflexionscent. Ich finde es, und da scrollt der Chat weg, ich finde es kommt gut rüber, dass die Sicherheitsbehörden nach immer mehr Rechten verlangen. Also nicht Rechte als Person, sondern Rechte als Befugnisse. Da habe ich mich aber ganz doll in einen Wortwitz verstrickt. Weiter schreibt Horsty, wenn man in einer Ermittlungslücke steckt und nur Indizien hat. Ja, also tatsächlich, genau, das ist so, alles, was wir in Orwell und in dieser Software und im Spiel erleben, ist so, da bräuchten wir noch mehr Informationen und da ist es irgendwie so, aber da könnten wir doch nochmal, und das
Das ist tatsächlich auch eine Sache, die mir auch schon... Aber du hast es jetzt schön auf den Punkt gebracht. Dankeschön, Horsti. Und The Real Panse sagt, wenn man bedenkt, dass ein normaler amerikanischer Arbeitstag nicht 8 Stunden, sondern 10 lang ist, ist die Rechnung vielleicht nicht so abwegig. Doch die Rechnung ist dann immer noch abwegig. Wir haben die Mathe ja letzte Woche gemacht. November 2013 bis April 2017 sind 1260 oder sowas Tage. Und wenn du die Stunden ausrechnest, wenn die Stunden hier alle zusammenzählst und durch die Tage, die sie da ist, teilst, kommst du bei 10,3 Stunden oder so raus. Aber 10,3 Stunden... 1260 Tage ohne einen Tag frei. Und da würde ich sagen, das ist unrealistisch. Also es ist auf der sehr... Also da würde ich jetzt einfach sagen, ne? Also die muss... Zwar arbeitet sie auch am Wochenende und an Feiertagen und so weiter, aber doch nicht an jedem Wochenende und an jedem Feiertag, hoffe ich. Weil sonst würde das ja gar nicht funktionieren mit Aktivismus, mit Mutter sein, mit, also ich hoffe es jedenfalls. Also ich glaube, dann wäre jeder Mensch schon furchtbar ausgeburnt. Und Darkfield sagt, mein persönlicher Eindruck momentan, in Österreich und Deutschland gibt es keine Mitte mehr, entweder man ist links oder sofort rechts, dazwischen gibt es nichts mehr. Ah, das ist so ein bisschen... Also, du hast geschrieben, dein persönlicher Eindruck. Da will ich jetzt gar nichts dran rumkritisieren. Du wolltest keine Meinung von mir und so. Deswegen danke für die Einschätzung. So, und ich wollte jetzt eigentlich mit The Real Panzes Sache hier über die Stunden wieder hier zurückkommen. Aber Romy, bitte. Also, ich finde das einen spannenden Eindruck. Und ich habe eine Idee, beziehungsweise ich habe so ein paar Gedanken im Kopf, weil das durchaus ein Satz ist, den ich immer mal wieder höre, aus unterschiedlichen Richtungen. Und eigentlich hat es eher was damit zu tun, dass ich es grundsätzlich schade finde, dass es augenscheinlich immer schwerer wird, über politische Inhalte zu reden. Und ich sage jetzt mal ganz bewusst über politische Inhalte. Lassen wir uns mal den ganzen Ideologiekram weg. Also wirklich über die Frage, wie kriegen wir Problem A oder Problem gelöst oder Problem B gelöst. Mhm. Auf kommunaler Ebene kann das sein, wie kriegen wir, weiß ich nicht, den Spielplatz neben der Kita finanziert. Ja. Und auf Bundesebene ist die Frage, wie kriegen wir den Bundeshaushalt auf die Reihe. Und ich würde jetzt mal auf der kommunalen Ebene damit anfangen, oder teilweise ist es ja schon im Privatleben so, dass anstatt, dass sich Menschen in einem Dialog befinden, habe ich eine Meinung und ich habe noch eine Meinung, die gerne auch mal aufeinanderprallen. Und es ist völlig in Ordnung, und das finde ich halt auch ein bisschen schräg manchmal, es ist völlig in Ordnung, unterschiedlicher Meinung zu sein. Mein Ziel in einem Dialog ist es ja nicht, das Gegenüber davon zu überzeugen, dass ich recht habe. Dein Ziel ist es also vielleicht nicht, ja. Also ja, und wenn die andere Person das bei mir versucht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, in der Regel relativ gering. Insbesondere dann, wenn ich mir selber schon eine Position gemacht habe. Also was ist das Ziel von dem Dialog? Und das finde ich eigentlich einen zutiefst demokratischen und eigentlich für mich interessantesten. Das Ziel des Dialoges ist nicht, die andere Person zu überzeugen, sondern das Ziel des Dialoges ist, die eigene Perspektive zu erweitern. Was Neues zu lernen. Was worüber ich noch nicht nachgedacht habe. Und was vielleicht ich vielleicht noch mal hinterfragen will oder so. Und da kann man jetzt irgendwie sagen, ja, da fehlt politische Bildung, da fehlt dies, das oder jenes. Aber vielleicht kommen wir auch wieder zu dem zurück, was wir vorhin schon mal hatten. Es ist auch die Frage, mit welchem Menschenbild wir rausgehen. Mhm. Mit welchem Menschenbild wir durch die Welt gucken. Und da geht es nicht nur um das Menschenbild für die Leute, die ich so über den Tag treffe, sondern das Menschenbild
an bestimmte Berufsgruppen. Lass es Menschen sein, die in Politik tätig sind. Lass es Menschen sein, die in Verwaltung sind. Und wenn du das nicht hast, kommst du nicht in Kommunikation. Und wenn wir ganz, ganz viele Menschen haben, die nicht dazu in der Lage sind, miteinander über Inhalte zu diskutieren, zu streiten und sich auf eine Lösung zu einigen, was durchaus auch mal passieren kann, dass ich meine Position nicht durchgesetzt bekomme, obwohl ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass ich recht habe. Und 10 Jahre später sehen das dann noch alle. Aber wenn wir ganz viele Leute in dem Land haben, die dazu nicht in der Lage sind, kommen wir nicht voran. Also dann kriegen wir überhaupt nichts mehr gelöst, weil alle die ganze Zeit damit beschäftigt sind, sich über alles Mögliche zu streiten, anstatt über sich mit Inhalten auseinanderzusetzen und anhand von Faktoren, die außerhalb ihrer persönlichen Meinung liegen, tragfähige Entscheidungen, politische Entscheidungen zu treffen. Und jetzt komme ich tatsächlich zu diesem Mitte-Links, Mitte-Rechts-Links-Ding. Irgendwann, und dass es diese Einteilung in links und rechts gibt oder gab, das kann ich ja alles auch nachvollziehen. Es greift aber die politischen Inhalte nicht ab, weil die nicht so eindimensional sind. Wir haben wirtschaftliche Themen, wir haben soziale Themen, wir haben kulturelle Themen. Also es sind ganz viele unterschiedliche Themen, ökonomische Themen hatte ich schon, wo Parteien unterschiedlich positioniert sind. Und nur die Grünen sind auch nicht eine rein linke Partei. Dafür ist da einfach ganz, ganz viel Konservativismus drin. Die CDU ist nicht nur konservativ. Da ist einfach noch ganz viel, sind noch ganz viele christliche Werte drin. Da ist ganz viel Liberalismus. Ja, genau. Das, und so hast du das in allen Parteien. Da ist sehr, sehr viel sehr fortschrittliches Denken, was Wirtschaft angeht. Ja, okay, fortschrittliches, aber sehr, sehr anderes Denken im Gegensatz zu konservativ noch mit bei. Das vergisst man schnell. Ja, und natürlich ist es auch immer die Frage, wer steht sozusagen vorne, welche der Strömungen ist gerade irgendwie stärker. Aber dafür, auch das kann man gern mal vergessen, gibt es Demokratie in Parteien. Parteien sind demokratische Organisationen, genau wie Vereine, Verbände demokratische Organisationen sind. Das heißt, dass jedes Mitglied der CDU Rechte hat, beispielsweise, oder jedes Mitglied der FDP oder welche, ne, diese Partei mitzugestalten. Und ehrlich, das sage ich diejenigen von euch, die schon lange dabei sind, ja immer wieder, tretet in Parteien ein und macht damit. Das können auch völlig unterschiedliche sein. Ich glaube, wir hätten ja einen ziemlich coolen parteiübergreifenden Schreibtisch. Aber wenn das alles nicht mehr da ist, sondern sobald es um bestimmte politische Themen geht, irgendwelche Heuklappen runtergehen oder Alarmsignale auf, dann hört der, ich höre nur Migration und schon schreien 3 Leute los. Ja. Aber die reden nicht inhaltlich. Nee, genau, es ist ein Reizthema, dann ist einfach, springt ein bestimmter Abwehr- oder Angriffsmodus oder beides an. Ja, genau. Also dann bist du genau in diesem populistischen Freund-Feind-Schema drin. Und ich muss ja auch nicht jeden mögen, mit dem ich arbeite, aber diese Menschen im politischen Geschäft arbeiten miteinander. Und auch spannend, wenn man die mal so trifft, auch auf Veranstaltungen, die verstehen sich erstaunlich gut. Also jetzt nicht alle, aber da gibt es sehr viele Querverbindungen zwischen den Parteien, Menschen, die sich seit vielen Jahren kennen und die gut auch miteinander arbeiten können. Das kommt leider, was ich wirklich, wirklich schade finde, in der Außenwahrnehmung nicht so doll an, weil es einfach häufig ein Wir gegen die ist. Gleichzeitig hast du auch politische Ebene, auch in den Ausschüssen beispielsweise im Bundestag oder in den auf kommunaler Ebene eine gute Zusammenarbeit, wo auch fachlich und sachlich diskutiert werden kann. Also es ist ja nicht so, dass das gar nicht geht. Es kommt aber in der Wahrnehmung nicht an. Ja. Und wenn auch politische Debatten oder so Talkshow-Formate beispielsweise, wo immer ja, der eine gegen den anderen ist, wenn das sozusagen die Sozialisation von politischer Debatte ist, ist es ja auch blöd. Ja, genau. Ja, weil es da dann immer nur immer diese zwei Seiten und dann passiert genau das, was Darkfield eben beschrieben hat. Wenn du immer so eine Polarisation hast, die eine dafür, andere dagegen, dann fällt die Mitte weg, weil du ja dich
an dieser Stelle entscheiden musst und der quasi der Tanz genau dazwischen ist total schwierig, weil das Format dir gar nicht einen Raum anbietet, sich dort zwischenzustellen, obwohl der eigentlich da wäre. Das ist so ein bisschen, ne, das furchtbare Schlagwort ist, ne, Ambiguitätstoleranz. Ja. Genau, also das ist, es gibt ganz, ganz viele Elemente davon. Ich glaube, das eine hat viel mit politischer Debatte zu tun und auch mit dem, selbstkritisch gesagt, dem Raum, den ich auch manchmal lasse bei Leuten, die zu sehr meinungsstark sind. Ich lasse da viel zu viel laufen, anstatt einfach zu sagen, können wir jetzt wieder zum Punkt kommen. Weil das wiederum die Debatte für die anderen zerstört. Das macht dann einfach auch keinen Spaß mehr. Ja. Also wenn es keinen Spaß mehr macht, sich über Politik zu unterhalten, dann hört man halt irgendwann damit auf. Und ein gepflegter Streit kann auch ganz, ganz viel Freude bereiten. Aber wenn es dann halt irgendwann nur noch ein Bashing ist oder irgendwie Drohungen ausgesprochen werden, und dann fangen halt Leute an, und das kann ich so nachvollziehen, und sich auch so aus diesen Debatten herauszunehmen, nicht mehr teilzuhaben daran, sondern zu, also ich weiß nicht, wie bei euch Weihnachten war, aber ich weiß von Familien, da gab es ein Politikredeverbot nach den letzten Jahren, weil es einfach schlechte Erfahrungen gab, am Weihnachtstisch oder zu Familienfeiern sich über Politik zu unterhalten. Und das ist so unglaublich traurig in der Demokratie. Ja. Dass wir das irgendwie verlernt haben. Und eigentlich glaube ich, wäre es cool, wenn mehr Leute wieder anfangen würden, sich über Politik zu unterhalten, ausgehend von den Sachen, die sie selber interessieren. Oder mit denen sie sich auskennen, von mir aus auch. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mit Verkehrsrecht jetzt oder mit der Autobahnplanung oder sowas mich auseinandersetzen würde, weil das jetzt kein Thema ist, zu dem ich jetzt irgendwie einen Zugang habe. Aber gerade irgendwie bei den Themen, wo man Interesse hat, einfach sich mal anzugucken, wie läuft das denn und wer sagt denn eigentlich was und welche Informationen gibt es denn? Und dann wirklich in eine Debatte einzutreten, auch mit Leuten, die man mag. Das ist ja auch so ein bisschen Training, Debattentraining. Wir müssen mehr über Politik reden. So. Ja, genau, darüber reden gehört halt auch dazu, dass man zuhört und dass man das, was man dann hört, auch aufnimmt, aber nicht zwangsläufig sagt, ja, du hast recht oder so. Also, ne, dass man nicht den anderen versucht zu überzeugen und sowas. Aber all diese Sachen, diese Polarisation ist halt das möglichst einfache und wenig zeitaufwendige Format. Deswegen passt es so wunderschön ins Fernsehen und man kann solche Sachen, wer war jetzt besser, Bewertungen danach machen und damit lässt sich mit wenig Inhalt auch einfach Programm füllen, weil es Drama ist und dem gucken Leute auch sehr gerne zu und das ist halt so ein bisschen Ein Gedanke habe ich noch. Es könnten auch anderthalb werden. Und das ist auch so ein bisschen das Dilemma des politischen Geschäfts, weil ich auch gerade nochmal in den Chat geguckt habe. Es gibt einfach ganz viele Aushandlungsprozesse, die sind nicht intransparent, überhaupt nicht. Die sind da. Du kannst dich Protokolle angucken, man kann sich Ausschusssitzungen online angucken, das ist total hervorragend. Gerade was auf der Ebene des Bundestages passiert. Da kann man die Stellungnahmen durchlesen, es gibt den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, also da ist einfach total viel da. Und trotzdem wirkt es intransparent. Ja. Weil es komplex ist und man muss sich halt wirklich da hinsetzen und Zeit nehmen und sich diese unterschiedlichen Sachen angucken. Und ehrlich, wenn das nicht gerade zufällig der eigene Job ist, oder man super krasses Interesse hat, tut man das nicht, weil das, glaube ich, auch einfach zu anstrengend ist. Also ist man wieder, und du brauchst auch das Handwerkszeug, um es zu können. Genau. Also bist du halt wieder angewiesen auf Vermittlungsorganisationen. Es könnten die Parteien sein, die das erklären, beziehungsweise die Medien, die das kritisch begleiten. Wenn du denen aber irgendwie weder den Parteien noch den Medien vertraust, dann stehen wir schon wieder in einer Vertrauenskrise. Inkompetenz und Vertrauenskrise. Ist eine Kompetenzkrise? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall eine Vertrauenskrise. Und dann geht halt so eine Demokratie irgendwann kaputt. Die erodiert halt nach und nach die Basis des Wertesystems. Weil wenn du nicht mehr denkst, dass eine Demokratie funktionsfähig ist, fragst du dich natürlich ganz, oder dass es überhaupt eine Demokratie ist.
haben die ein. Das Ding, dass sie sich ja wehren müssen, weil es ist ja keine Demokratie mehr. Wir müssen unsere Demokratie erhalten. Und die anderen wiederum wollen die Demokratie natürlich irgendwie auch erhalten. Aber gehen halt einfach schlussendlich anders vor. Und diese Intransparenz und Komplexität, dieser Zwang nach Sachbezogenheit, den das politische Geschäft nun mal mit sich führt, damit man ordentliche Entscheidungen treffen kann, bei gleichzeitiger Emotionalisierung und Polarisierung unter Rahmenbedingungen von Transformation und Kriegen, jetzt mal ehrlich, das ist nicht leicht. Nein. Das ist einfach super anstrengend. Und wenn, positiv gesprochen, dass jetzt so viele Leute auf der Straße sind, bedeutet für mich, weil das keine Pro-Regierungsproteste sind, sondern es sind knapp Pro-Demokratie-Proteste überall. Es gibt Kritik an den Rednerinnen, die wird angenommen. Das finde ich einfach auch einen spannenden Prozess, das gerade zu beobachten. Das weiterzuentwickeln, wer da mit wem auf die Straße geht. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, und das ist das Schöne daran, dass es doch noch Leute gibt, die das können und die das wollen. Da kann nämlich auch so eine Demo erstaunlich viele Leute treffen und mit denen ganz interessante Gespräche führen. Da passiert ja sonst ein paar Stunden nichts. So, jetzt aber. So, jetzt aber. Ja. Ich habe uns mal zwischenzeitlich groß gemacht. Ich mache uns jetzt mal wieder klein. Wollen wir uns mit Orwell auseinandersetzen?